Hallihallo, ich komme ganz überraschend. Um 16 Uhr oder sowas. Ich komme aus aktuellem Anlass, weil ich jetzt den dritten Anruf gekriegt habe heute. Er hat sich getrennt, beziehungsweise kurz vor der Trennung und so weiter und so fort. Liebe Leute, bitte trennt euch nicht jetzt. Das bringt gar nichts. So, ich möchte heute gern auf die Situation eingehen, jetzt wirklich ganz praktisch. Ihr sitzt zu Hause, euch fällt die Decke am Kopf. Liebe Karin, liebe Eva, liebe Ramona, ich freue mich, dass ihr da seid. Liebe Martina, ich weiß, euch fällt die Decke auf den Kopf. Ich weiß, ihr sitzt mit euren Kindern zu Hause, zum Teil klein, zum Teil schreiend und zum Teil, wer darf das, ich darf das nicht. Ich kann mir vorstellen, meine Kinder sind schon groß und es ist da auch eine Herausforderung, aber ganz sicher niemals so wie bei euch zu Hause. Und ich möchte euch wirklich, wirklich, wirklich folgende 5 Tipps an die Hand geben. Erster Tipp ist folgender. Ich habe größtes Verständnis mit euch, größtes Mitgefühl, größte Hochachtung und alles miteinander. Bitte wisst eine Sache, und das ist das Aller, Aller, Allerwichtigste. Wir sind in einer Ausnahmesituation. Und eine Ausnahmesituation bedeutet, es ist nicht mehr Leben wie im Normalfall. Und es ist nicht mehr so, dass ihr eure normalen Werte und Ansprüche und so weiter gleich einsetzen dürft, weil es einfach nicht der Realität entspricht. Also wir haben jetzt nicht Realität. Wir haben im Moment jeder von uns alle Themen. Ich habe gestern mit einer Kundin geredet, die hat sogar von einem vergangenen Leben irgendwie Erinnerungen gekriegt. Wir haben alle unsere Themen jetzt präsent. Angst. Angst ist in jeder Form, die du sonst im Alltag nicht gespürt hast, weil so viel los war, diese Angst kommt jetzt drauf. Und jetzt heißt es Angst vor der Zukunft, Angst vor der Krankheit, Angst vor der Existenz. Und wir hatten das alles vorher auch schon 100%, aber nicht die Zeit, um es zu spüren und um es wahrzunehmen. Und jetzt sitzen wir zu Hause, die Kinder schreien. Die Einkommen kommen nicht daher. Ihr sitzt mit dem Partner möglicherweise zu Hause und dann macht's Bäm. Und du fragst dich überhaupt alles. Du fragst dich, ist das überhaupt der richtige Partner? Soll ich mit diesem Partner bleiben? Und so weiter und so fort. So, und jetzt komme ich zu den Tipps, die ich dir geben möchte. Erstens, Großzügigkeit. Wenn du dir bewusst bist, dass es jetzt eine Ausnahmesituation ist. Es ist eine Ausnahmesituation. Wir sind alle so in der Aura angekratzt. Also wisst ihr, wir sind so durchlässig. Wir sind so, gestern im Video habe ich geweint. Ich habe nicht gewusst, dass ich weinen werde. Wir sind so unberechenbar für uns selbst und für die Zukunft und für die anderen, dass wir alle so dünnhäutig sind, dass es, wie soll ich das sagen, das ist, ja, ihr dürft es nicht mit normalen Maßstäben messen. Das heißt, bitte sei großzügig. Und der erste Tipp, den ich dir geben möchte, ist, sei großzügig in puncto Ordnung. Ich weiß, dass das jetzt wahrscheinlich noch das Allerärgste ist, weil ihr auf engem Raum seid. Und ich weiß nicht, was alles. Und die Kinder alles verwüsten und dann räumt man auf und eine Stunde später ist wieder alles verwüstet. Vielleicht kannst du jetzt einfach mal für 1, 2 Wochen dir sagen, okay, es ist jetzt Chaos, auch im Zuhause, und ich lebe damit. Nimm vielleicht den Stress raus für dich und für die Kinder und für die anderen, dass es dieselbe Ordnung haben muss, wie es sonst hat. Das wirst du nicht erreichen können, außer ihr dreht's durch. Der zweite Punkt ist, Großzügigkeit damit, wie geht dein Partner, deine Partnerin mit den Kindern um? Jetzt ist erstens einmal so, wir sitzen alle Homeoffice.
Jeder macht seinen Lärm, jeder telefoniert mit irgendjemand, dann kommen die Kinder rein, fragen 50 Mal irgendwas. Denkt euch nichts. Es geht bei uns allen zu Hause so zu. Es geht überall so zu, dass im Homeoffice die Tür aufgeht, das Kind schreit, ich muss kacken, bitte kannst du mich putzen. Habe ich jetzt gerade dreimal in meiner Gruppe erlebt. Entschuldigung, so herzig irgendwie. Und da gab es durch dieses vor ein paar Monaten diesen Reporter, wo die Kinder auf einmal, der im Fernsehen war, das ist, glaube ich, viral gegangen, wo auf einmal die Kinder im Raum waren in einer Nachrichtensendung. Und das hat aber alle so berührt. Also Großzügigkeit da hinein. Es wird jeder verstehen, wenn in deinem Meeting, in deinem Coaching, in deinem Zoom-Call oder was auch immer irgendein Kind auftaucht. Das ist jetzt unsere Zeit. Neuer Maßstab. Haben nicht den professionellen Perfektheitsanspruch, dass jetzt niemand auftauchen darf. Es wissen alle, dass Homeoffice ist und es wissen alle, dass alles anders ist im Moment. Dazu kommt jetzt, dass ihr gar nicht wisst, wie geht dein Partner in Extremsituationen mit den Kindern um. Und das ist jetzt, lassen wir mal die Kinder noch kurz weg, aber wir haben jetzt schon überhaupt auch die Extremsituation, wie geht dein Partner mit dieser Situation auf der Welt um, mit unserer Krise. Und das spaltet schon Universen. Ja, der eine ist positiv, dann kommt vielleicht der andere und sagt, ja, du nimmst das nicht ernst, du bist so fahrlässig und so weiter und so fort. Der andere ist vielleicht depressiv, dann sagt man wieder, du bist zu negativ, du bist dies und das und jenes. Ihr könnt euch sicher sein, ihr triggert euch gegenseitig. In jedem Bereich momentan, in jedem Bereich. Und an was ich appellieren möchte, ist Tipp 2, lass deinem Partner, deiner Partnerin ihre, seine Art mit dieser Situation umzugehen. Lass ihr und ihr das. Versuche es nicht zu bewerten, ob er oder sie bescheuert ist, ob er oder sie es anders sehen müsste, ob er oder sie Gold kaufen müsste, ob er oder sie ein Loch im Garten buddeln müsste. Glaubt mir, jetzt kommen die Extreme heraus, wie wir sehen oder wie wir es nicht sehen. Und es ist egal. Es ist egal. Ich liebe meinen Mann über alles. Er ist bei der völlig verkehrten Partei, meiner Meinung nach. Es ist egal. Wir brauchen nur die Seele des anderen wahrzunehmen. Nur, ich weiß, es ist eine wahnsinnige Herausforderung im Moment. Nichtsdestotrotz nehmt diese Herausforderung an. Schaut die Seele von eurem Partner an. Ist doch egal, was er denkt. Wir denken manchmal auch bescheuerte Dinge. Jeder von uns denkt ab und zu bescheuerte Dinge. Mein Mann hat immer von so einem Crash geredet. Ich habe mir immer gedacht, der ist bescheuert. Heute habe ich gesagt, es tut mir leid, du hattest recht. Ja, wer war jetzt bescheuert? In meinen Augen er, aber jetzt allgemein gesehen, er hatte recht. Also, wir wissen es nie, wer jetzt was, wie, wo recht hat oder nicht oder schon oder irgendwas. Schaut, zweiter Tipp, dass ihr Großzügigkeit habt in dem, was euer Partner, eure Partnerin denkt. Dritter Punkt, holt die Großzügigkeit heraus, wie er sie mit den Kindern umgeht. Ihr werdet es natürlich bescheuert finden, weil ihr seid es nicht gewöhnt zu sehen, wie dein Gegenüber mit den Kindern umgeht, wenn eine Notsituation ist. Der hat vielleicht auch keine guten Nerven. Der macht es vielleicht ganz verkehrt in deinen Augen, vollkommen bescheuert, wie kann man nur. Dann gehst du auf den Partner los und nicht nur auf die Kinder. Lasst das bleiben. Versucht euch, ich habe das immer wieder in meinen Paar-Coachings, dass die Paare zuerst einmal lernen müssen, den anderen reden zu lassen. In der ersten Stunde gibt es immer 10 Minuten für jeden. Und da darf der andere nichts sagen, darf nicht, nein, aus, weil jeder aus seinem eigenen inneren Lande erzählt, was momentan der größte Schmerz ist. Und natürlich wollen wir sagen, das stimmt nicht, das ist überhaupt ganz anders gewesen und so weiter und so fort, aber das bringt uns nichts. Der andere hat so erlebt. Und jetzt bitte lasst den Partner, die Partnerin mit den Kindern so umgehen, wie er sie es momentan schafft.
Vielleicht ist es nicht die Goldklasse der Pädagogik. Vielleicht ist es nur die Bronzemedaille. Ist auch egal. Wir sind alle getriggert, wahrscheinlich auch mit unserer Kindheit und mit allem, was wir erlebt haben oder nicht erlebt haben. So, und jetzt der fünfte Punkt, fünfte Tipp, den ich dir geben möchte, ist, versucht es wirklich mit der Wertschätzung. Ich weiß, ich rede oft, wie soll ich sagen, manchmal habe ich das Gefühl, ich rede mit Wänden oder mit Bäumen oder mit irgendwas. Lasst die Wertschätzung einfließen. Und ich habe zum Beispiel mit einem Paar gearbeitet und die haben dann, wie sie fertig waren mit dem Paket, gesagt, was wir jetzt begriffen haben, ist, dass ich mich einfach hinstellen muss und schauen muss, wo ist das Gute. Und das ist wirklich so. Wir lernen in einer Therapie oder in einem Coaching, in einem Paar-Coaching, schlussendlich vom Mindset her, dass wir den Fokus darauf legen, was gut ist. Und wenn ihr jetzt den Fokus immer wieder euch wirklich selbst schulregelt, ja, glaubt nicht alles, was dein Hirn denkt, weil dein Hirn wird jetzt denken, ich trenne mich, es hat keinen Sinn, wir passen sowieso nicht zusammen, wir sind viel zu verschieden, wir haben vollkommen andere Moralvorstellungen, wir haben andere Erziehungsvorstellungen, Urlaub kann man mit dem Deppen auch nicht machen. Alle diese Emotionen sind da und diese Gedanken sind da, aber lass sie dir nicht durchgehen, dass sie gewinnen. Das ist so, wie wenn du erlaubst, dass sich die Kinder den ganzen Tag mit Arschloch und Vollidiot beschimpfen. Und da ist jetzt eine wirklich, wirklich gute Übung, die Wertschätzung. Ich wiederhole mich 100.000 Mal, ist mir jetzt egal. Und die könnt ihr auch mit den Kindern machen. Was ich an dir besonders mag, ist. Was ich an dir besonders toll finde, ist. Was mir heute aufgefallen ist, was du so toll gemacht hast, ist. Wofür ich dich bewundere, ist. Und so weiter und so fort. Also versucht wirklich ganz bewusst, auch wenn es euch da oben steht in der Quarantäne, solche Satzanfänge zu nehmen und sie zu vollenden. Und schaut, dass das Gegenüber es spiegelt. Spiegelt heißt, ich höre, du sagst, was du an mir gesehen hast, dass ich heute besonders toll gemacht habe, ist, wie ich heute gemalt habe. Und da verstärkt ihr bei den Kindern und beim Partner die Dinge, die toll sind, die Dinge, die euch gut tun. Ich habe mit dieser Übung zum Beispiel herausgefunden, dass mein Sohn nichts mehr schätzt, als wenn ich für ihn koche. Ich habe mir immer gedacht, what the kochen? Und in der vierstufigen Wertschätzung, die ist jetzt die zu kompliziert, würde ich meinen, aber in der vierstufigen Wertschätzung bin ich dann draufgekommen, weil da kommt dann schlussendlich und dabei fühle ich mich. Und der hat immer gesagt, und dabei fühle ich mich geliebt, wenn ich für ihn koche. Der fühlt sich, glaube ich, sehr ungeliebt in letzter Zeit. Sorry, ein bisschen Selbstironie muss auch sein. Was schreibt die Bettina? Ja, jetzt werden wir herausgefordert, Achtsamkeit, Respekt und Geduld wirklich zu lernen. Mein Tipp, verlieren wir nicht den Humor, nehmen wir nicht alles so persönlich und wichtig. Herzensgrüße. Ja, nicht wichtig würde ich noch gern umwandeln in großzügig. Weil nicht wichtig, dann sind wir schon wieder beim Wichtig. Also lasst eure Großzügigkeit walten. Schaut mal, was hast du im Sinn von großzügig sein in der Beurteilung, in der Bewertung, in der Ordnung, im Umgang, wie der andere anders ist, es einfach zu lassen. Also den anderen sein zu lassen. Danke übrigens, liebe Bettina, für deine Worte. Entschuldige, dass ich nur auf das Nicht jetzt geküpft bin. Danke für deine Worte. Super. Ja. In diesem Sinne, und ich habe jetzt wirklich mir gedacht, ich habe jetzt mir wirklich was Extremes ausgedacht. Ich werde euch am Samstag eine Überraschung geben. Ja, aber das lassen wir auf Samstag. Das lasse ich jetzt wirklich auf Samstag.
Ehrlich, ich möchte euch helfen. Ich möchte euch helfen. Ich möchte euch helfen. Das kann nicht sein, dass jeden Tag drei anrufen und sagen, Trennung. Das geht nicht. Leute, bitte. Bitte tut jetzt nichts entscheiden. Nichts entscheiden. Und noch etwas mit, wenn du aussprichst aus der Emotion, ich trenne mich jetzt, es ist vorbei, tu es nicht. Weil ich trenne mich jetzt, das macht wieder Angst. Und das macht den Zwischenraum bei euch zu Hause, diesen energetischen Zwischenraum zwischen euch, unsicher. Wenn man dann Angst hat, oh Gott, jetzt verlässt mich der andere auch noch. Jetzt ist noch die Trennung auch noch. Und dann habt ihr wirklich eine Katastrophe zu Hause. Weil dann habt ihr nicht nur Angst vor der Existenz und Angst, wie es überhaupt weitergeht und so weiter und so fort. Und wie das mit den Kindern ist und vor der Gesundheit Angst. Dann müsst ihr auch noch Angst haben, ob ihr überhaupt zusammengehört. Bitte, bitte, bitte habt Großzügigkeit. Und wenn ihr das Gefühl habt, ich muss jetzt mich trennen oder sonst irgendwas, bitte meldet euch bei mir und wir machen einen Zoom-Call. Jetzt ist nicht fair, sich zu trennen. Tut's das nicht, weil es kommt jetzt alles verstärkt. Ihr spürt alles viel stärker. Ihr spürt alles 10-mal, 20-mal stärker. Und das ist nicht real. Wir sind im Moment nicht in einer realen Situation. Das ist nicht Alltag und es kommt nicht das hervor, wo man sagt, wie heißt das schnell, Alkoholiker und Kinder oder Betrunkene und Kinder sprechen die Wahrheit aus. Nein, das ist die Destruktion. Das ist die Wahrheit des Negativen, von der Abwärtsspirale die Wahrheit, aber nicht die Wahrheit von allem. Wir haben ja so viel Schönes miteinander schon erlebt und erleben es wieder. Und haltet es einfach durch. Alle, die ihr Kinder habt, ich liebe euch. Alle, die ihr keine Kinder habt, ich liebe euch. Alle, die ihr Single seid, ich liebe euch. Ihr müsst so alleine sein vielfach. Alle, ihr, die in Partnerschaft seid, ihr habt den Super-GAU zu Hause. Ich liebe euch alle und geht's in eure Basis zurück, jeder in sich selbst und schaut, dass ihr in euch selbst das Liebenswerteste, was euch möglich ist, herausholt. Und auch in der Beurteilung der anderen ist es liebenswert, wenn ihr heute Großzügigkeit einsetzt. In diesem Sinne, seid großzügig mit euch selbst, mit der Situation und mit den Kindern und mit dem Partner. Alles, alles erdenklich Liebe und gerne das Video weitergeben an alle, die Kinder haben und gerade kurz vorm Durchdrehen sind. Tut's das nicht. Schenkt euch Wertschätzungen, was ich an dir toll finde. Schenkt euch jeden Tag 3 solche Wertschätzungen. Alle rundherum in der Familie. Tschüss, meine Lieben. Alles, alles Liebe.